herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, es geht so halbwegs mit meiner Stimme. Die ist jetzt im Moment nicht die beste. Also ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hin wollten. Ich glaube nach Riften oder so. Ich guck gerade mal. Achso, ja, hier war ja die. Ja, was die Quests sagen. Ja, wir könnten eigentlich erstmal hier lang. Der Ritualstand. Ich bin der Meinung, da hatten wir auch eine Quest. Warte mal, Tagebuch hier. So, also so viele Quests jetzt mittlerweile schon. Hier. Blut im Wasser. Aha. Das ist verloren. Das ist da hinten irgendwo. Okay, nee, das will ich nicht. Okay. Das ist da hinten. Ist auch relativ weit weg, ne? Pellegrinzahnslager. Ist auch am Ärmel der Welt. Das ist noch weiter weg. Das ist auch am Arsch der Welt. Ritualstätte. Ach nee. Graubärte. Sieh im Stall nach. Okay. Okay, das hört sich gut an. Machen wir mal das hier, wenn wir hier schon gerade sind. Das passt sich auch perfekt. Dann lass uns da mal gucken, was wir hier im Stall so finden. Da hinten ist irgendwas. Ein Mord komplett. Was ist das denn? Sehr schön. Was haben wir denn da? Das Lager Stille Monde. Achso, halt, wir sollten es vielleicht mitnehmen. Ja. Kann nicht verkehrt sein. Das Lager Stille Monde. Jetzt sag bitte nicht, dass das am Ärmel der Welt ist. So. Wo ist es denn? Doch, es ist da hinten. Na, oh Mann. Dämmer wacht. Nein. Das ist da oben. Das ist auch irgendwo anders. Schimmernebelhöhle. Ach, das ist die hier. Was haben wir da? Ach, sollen wir säubern deswegen? Hm. Da ist ein Hinterhalt gewesen. Komm, dann machen wir das hier. Wenn wir hier eh gerade draußen unterwegs sind. Ja, deshalb nicht wundern. Die Folge ist ja eigentlich auch ein bisschen überfällig, aber wer es vielleicht nicht mitbekommen hat, weil er nicht bei Discord folgt oder irgendwo anders ist. Mich hat es jetzt mittlerweile auch trotz 3 Impfungen mit Corona erwischt. Auch nicht gerade zimperlich. Ist momentan wie so eine schon wirklich ordentliche Grippe mit allem drum und dran, was man so kennt. Also noch nicht so extrem, aber also es gibt definitiv angenehmere Sachen. Ich hoffe bloß, dass ich es jetzt bald überstanden habe. Das ist jetzt Tag Nummer 4. Ja, Tag Nummer 4 ist das jetzt schon. Ja. Also, ich wünsche es keinem. Also hier. Gibt's da nicht. Ich
brauchen mehr Ausdauer. Wir nehmen gleich mal alle Knochen. Die brauchen wir nämlich. Die sind wir, glaube ich, schon maximal beladen. Kann ich jetzt einfach mitnehmen oder nicht? Muss ich auch reden? Okay. Jetzt ist er zwar tot, aber wo kam er eigentlich her? Tja. Was denn jetzt? Jetzt ist er zwar tot, aber wo kam er eigentlich? Ihr braucht etwas. Ja. Was gibt's denn? Jetzt bin ich aber gespannt. Ja. Ist er denn wirklich tot? Sich erst hängt er da verwundert, ne? So, Gästebuch des Schmugglers. Ah, da. Okay. Totenbeschwörer. Das nehmen wir mal an uns. Hm? Ja. Ein bisschen was ist es wert. Nee, Eisenerz. Das brauchen wir nicht. Und die hier? Ihr braucht etwas? Nachtschwärmer. Hand zum Gruße, Freund. Okay. Ich freue mich über jeden fröhlichen Gesellen, der diesen herrlichen Tag genießt. Oh, ihr seht aber müde aus. Kommt, teilen wir uns doch eine Flasche Honigbräu mit. Nichts ist besser, als den Krug zu heben, um... Nun ja, die Stimmung zu heben. Ich trau euch nicht. Prost! Mögen eure Abenteuer euch Ruhm und Reichtum bringen. Seltsam, oder? Mhm. Ich weiß nicht, was mit diesem Haus hier und dem Bett. Da. Truhe, okay. Eigenartig. Sehr eigenartig. Was ist mit unserer Quest? So, dass das mit dem Beschwörer. Dass hier die andere Quest immer aktiv ist. Achso, die ist da hinten. Ja, die nehmen wir mal raus. So, warte. Okay, das können wir dann auch noch machen. Ja, das andere ist hier unten. Da waren wir schon mal in der Höhle. Mhm. Ja, ich erinnere mich. Ja gut, da waren wir eine ganze Ecke schwächer. Jetzt ist nur die Sache, wie schwer sind wir? Ah, schon ordentlich. Dann würde ich eigentlich vorschlagen, wir gucken kurz, was hier noch so ist. Ne? Ah, ja. War aber ordentlich was los. Ja, das mit dem Reinklettern ist schade. Also ich hoffe, dass das bei Starfield hieß es, glaube ich, ne?
das neueste Spiel von denen, dass es da besser gemacht ist, dass man irgendwo raufklettern kann, richtig. Das wäre zumindest ganz schön. Ja. So. Da ist auch noch was. Okay, das ist nämlich jetzt nicht so der Fall, aber. Gehen wir erstmal zurück, würde ich sagen. Bringen das weg. Immer mehr Drachen hier. Aber zum Glück sind noch ein paar Wachen übrig, ne? Mhm. Ja, da kommt auch schon Nachschub. Anscheinend haben die einen niemals enden wollenden Nachschub an jungen Männern, die unbedingt hier Wache schieben wollen. Eigentlich auch ganz schön verrückt, wenn man überlegt, so früher, so diese, dass die Population im Mittelalter relativ gering war, also nicht so ansatzweise so hoch wie heutzutage zum Beispiel, aber dann trotzdem riesige Schlachten stattgefunden haben mit einer, selbst für unsere Verhältnisse, unvorstellbaren Zahl an Menschen. Und dann meistens nur eine Hälfte davon wieder lebend vom Feld marschierte. Bei der anderen vielleicht so verschanzt oder versprengt, so ein paar Einzelne, die irgendwo mal noch davon gekommen sind. Wie viele Generationen, wie viele Menschen da eigentlich dann, ne, das ist Wahnsinn, das ist krass. Ich verstehe das sowieso immer nicht, dieses ganze Prinzip von Mord und Totschlag und Krieg und das, was deins ist, will ich haben und so weiter. Das ist für mich unbegreiflich. Na gut, das ist halt so dieses primitive Ding, ne? Das ist halt so für diese ganzen primitiveren Wesen. Ich will nicht Völker sagen. Völker klingt schlecht, weil meistens sind es ja dann nur bestimmte Typen von Mensch. Wobei man ja sagen muss, zeitgenössisch, jetzt aktuell, scheint da ja doch schon eher so ein mehr oder weniger, dass, auch wenn es propagandamäßig ist, da ein bestimmtes Volk doch sehr prädestiniert dafür zu sein, sich beeinflussen und lenken zu lassen und eine sehr seltsame Ansicht zu haben gegenüber der Welt. Wenn ich eine Schwester hätte, würde ich sie. Schmuckstücke. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen so dumm sind und sich so verblenden lassen davon. Also unbegreiflich für mich. Mal einen Schluck nehmen, weil ich merke, das Kratzen im Hals wird größer. Ach, schon besser. Das ist halt ätzend. Ich will eigentlich was verkaufen hier. Einen komischen Jagdbogen. Das auch. Und dann hatten wir auch hier. Was ist das denn? Ja, das kann auch weg. Das behalten wir noch. Das kann auch weg. Das auch. Genau. Schwaches Gifte Magica. Ja, das kann ich. Also Gifte brauche ich definitiv nicht. So. Und Zauberbücher können wir auch wieder verkaufen. Sehr schön. Bitte kommt wieder. Naja, sagt er immer so, ne? Dabei meint er das gar nicht ernst. Schrecklich. Nun denn, ich werde mich an der Stelle dann doch mal verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, wenn es zwischendrin mal irgendwie ein, zwei Tage keine Folge gibt, so tut mir das leid, aber habt bitte Nachsehen. Ich muss das momentan so ein bisschen davon abhängig machen, wie es mir halt tagesaktuell geht. Und ich wette, ihr könntet einen dieser fiesen alten Drachen töten. Es gibt sicher nichts, was ihr nicht könnt. Ja, da hat er recht, der Kleine. Ja, also von daher, ich verabschiede mich. Wir sehen uns bis dahin. Euer Mr. Zocker.